Hallo, willkommen zu einer neuen Meckerbellum-Runde. So, Freitagnachmittag, mal gucken, was das hergibt. Alle entspannt von der Arbeit zurück. Und dann gibt's Action. Obwohl ich früher Freitagnachmittag aus dem Büro war, kam ich da wieder, wenn ich Glück hatte, um 6, 7 Uhr. Und das war noch früh. Also ist nicht jedermann, dass er früher Schluss machen kann freitags, aber man versucht's ja. Mein Bund war, glaube ich, immer um 12 Schluss. So, scheint vielleicht. Ja, aber scheint. Heavy. Der guten Artillerie. Ja, ist die beste Position für die Panzer bei sowas in der Mitte. Ich weiß es halt auch nicht. Ich habe bis jetzt gute Erfahrungen damit gemacht, aber ob es perfekt ist, weiß ich nicht. Ja, stellen wir die an das Ding und dann steht sein Ding, steht dann gleich auch hier. Also bei diesen drei Dingern werden die auf jeden Fall gemassakert, ne? Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. Die Frage ist halt, ob man das mal ganz hinten aufstellen soll. An der Front erstmal kein Modelltank machen, dass die halt spät dazukommen. Ich versuche das mal. Dass die Dinger halt dagegen schießen. Einen Artillerieschuss halten die ja aus, sind ja echte Männer. Und ja, sonst müssen wir halt zurückschießen irgendwie. Eigentlich muss ich ja halt selber Kleinvieh töten, ne? Also meine eigene Arclights aufstellen. Schauen wir mal. Die Artillerie steht genau vom Arclight. Scheiße. Das ist nicht so dolle. Ja, weil wenn der stirbt, dann dauert das mit den Dingern da ein bisschen länger. Ja, aber ich habe zumindest schon mal zwei Crawler, die später gekontert werden und einer gar nicht. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass sich das gelohnt hat mit dem Crawlern. Ob der Rest funktioniert hat, ist jetzt eine andere Frage. Aber das mit den Crawlern hat geklappt. Also ein Rage bei den Panzern würde hier Wunder wirken. Das Ding ist halt, wenn man die vertikal aufstellt, die Adler gegen horizontale Panzer verliert man. Deswegen das auch kein Mensch macht, außer ihm jetzt hier, ne? Und deswegen kam das jetzt ein bisschen überraschend, die Positionierung. Der kriegt ja schnell viel Schaden, ne? Dann gebe ich das dem Panzer da mit. Ja, ansonsten das Kleinvieh vielleicht ein bisschen ablenken und die Artillerie gleich mit. Einfach mal in die Ecke ziehen, das Zeug. Je länger, desto besser. Mal gucken, ob wir da was mit hinkriegen. Und ansonsten die Artillerieschüsse ablenken. Versuchen wir das mal. Was ist denn die Reichweite? Er soll auf alles einloggen, damit er halt mitzieht. Kann ihn ja dann gleich rüberziehen. Dann schön verspätet reinkommen zu dem Fight. Genau. Den können wir vielleicht noch bestrafen hier eine Runde, weil der sich so toll hingestellt hat, sodass er nach rechts geht. Damit er weiß, dass er da was hinstellen muss. Das ist natürlich jetzt Pech da oben. Okay. Ich habe einer Adlerie das Leben gerettet mit der Aktion, dem da. So, jetzt hat er Spaß mit dem Kleinvieh? Fragezeichen. Auch ungewöhnlich, dass der Crawler geholt hat, dass er Mustangs jetzt geholt hat. Weil die halt schlecht. Also ich habe eh keine Flugzeuge und ist schlecht gegen Crawler. Aber davon abgesehen waren sie eigentlich schon gekontert, die Crawler, und sind auch schlecht gegen Panzer. Also ich verstehe überhaupt nicht, was der da spielt. Aber es hilft ihm im Moment auf jeden Fall, dass er da pures Chaos macht. Ja, das ist jetzt wie gesagt rechts oben ein bisschen doof, ne? Dass da ein Mustang ist. Der muss jetzt nicht jede Runde einen Free Kill bekommen. Also ich kann das einfach wieder verkaufen da oben, unglücklicherweise. Sehr, sehr unpraktisch.
Könnt auch die Panzer verkaufen, die sind ja eh nicht das beste Gerät hier. Und dann den Rhino oben rechts hinstellen, aber wahrscheinlich wird er jetzt den dazustellen oder die Marksman. Ich glaube, so wie er das macht, hat er die Marksman dazu. Puh, I don't know. Kann ich auch Tankier machen, die Panzer. Riskieren das jetzt mal hier. Kann ich ja gleich immer noch verhökern. Das Verkaufsknopf brauche ich auf jeden Fall. Das ist da oben rechts, das sehe ich nicht mehr kommen. Einfach da rein donnern. Und ansonsten, glaube ich, mal nochmal einen dritten Panzer, damit sich das gleich lohnt. Und sonst können wir ja nochmal Kleinvieh wegholen nachher. Glaube, da ist immer einer in der Mitte gesplittet, sodass man da mal aushelfen kann. Obwohl es ja drüben auch zwei gibt auf der Seite. Also es hilft wahrscheinlich auch, wenn man hier einen aufstellt. Der hat eben auch die Fresse bekommen. Ja, die mag es, wie ich gesagt habe. Man sieht schon die Mentalität. Also ich überlege jetzt einfach Artillery-Spam zu spielen. Wir können den Giant ausspielen. Ich bin noch nicht ganz sicher, welcher da am besten geeignet wäre für. Aber das ist ja langsam und auf Reichweite und dann ist normalerweise Artillery die richtige Antwort. Zudem steht jetzt in der Artillery auch noch falsch und alles, ne? Ja, aber die beiden Marksmen, und es ist natürlich recht zwei statt nur einer, die töten den jetzt. Also den kann man auch verkaufen nächste Runde. Bringt alles nichts. Wir machen jetzt eine knackige Artillerie und dann bin ich schon mehrere Runden am Einschlafen. Das hat nichts gebracht, das hat nichts gebracht. Rage würde auch gehen, aber das will ich jetzt nicht all in investieren, weil das ist zu einfach zu kontern. Gerade so Camper-Naturen, die stellen dann einfach einen Scorpion dahin. Also ein paar gute Raketen müssen dazu. Naja, wenn man zu versucht, cool zu sein. Ich hätte einfach hinten defensiv auch campisch aufstellen sollen, dann hätte ich Autowin gehabt. Mit Phoenix hätte es auch gut geklappt. Jetzt kommt das Ding natürlich, war ja klar. Das in der Kombination mit dem wäre ganz nice. Na gut, also wenn ich das jetzt habe, dann verkaufe ich ihn erstmal nicht. Da versuche ich nochmal ein bisschen Ärger zu machen. Gerade hier drüben hat er ja nicht viel stehen. Da kann man einfach dazulaufen und helfen. Ja, nennen wir es mal helfen, das Ganze. Oh, das reicht schon. Okay, ja, dann machen wir jetzt die Artillerie dazu. Und dann nachher vielleicht die Phoenix. Da müssen wir nachher mal schauen. Die können wir schon mal mit Raketenreichweite versehen. Genau, da schießt man dann direkt da rein in den Gegner. Ich habe ja da ein Ding stehen, ne? Also egal, was der macht, der kriegt das jede Runde auf die Fresse da. Hier habe ich noch keinen stehen, dann wird das ein bisschen gefährlich, sich da so hinzustellen. Ja, das wäre zu gefährlich. Und da müssen wir leider von hinten mit ranrollen. Ich weiß es nicht. Was ist denn da die richtige Distanz hier? Das ist alles gefährlich, ne? Ich muss da was hinstellen, wenn das klappen soll. Ich stelle es jetzt erstmal so hin und dann muss da gleich ein Feng wahrscheinlich hin an der Front. Der ist ja auch vergeudet. Ja, ich weiß es einfach nicht. Ich mach so. Ist alles Murks, ne? Ist einfach alles Murks, was hier passiert. Okay. Nicht sicher, was der Gameplan ist. Da hat er sich einen Hacker geholt, aber ist ja okay, ne? Verkaufe ich dann gleich. Und dann kommt nächste Runde einfach die Artillerie weiter zum Einsatz. Gut, dass die Raketen alle so gerade an die Füße kommen. Super Geschichte, kann ich nur sagen. Jetzt kriege ich erstmal XP. Naja, also Phoenix und Artillery packen wir da gleich bei. Alles, was frisch gehackt wird, wird frisch abgeknallt. Was da steht, wird alles gleichzeitig abgeknallt. Also das ist, glaube ich, der hat zu viele Baustellen aufgemacht, die alle gegen das gleiche Ziel sterben. Er weiß es nur noch nicht, aber eigentlich hat er verloren. Gucken wir gleich mal. Aber dass ich jetzt vier Runden umsonst abgegeben habe, macht natürlich keinen großen Sinn. Ne? Ich kann das Early Game auch besser spielen. Da waren zu viele Spielereien jetzt bei. Man muss das konservativer spielen, da passiert sowas auch nicht.
Ja, das können wir machen. Genau, also das wird heute nichts mehr. Der läuft einfach mal kurz darunter und dann hilft er hier tanken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er dir noch ein Level 3 geben soll. Versuchen es mal. Tanky ist ja Tanky. Nicht das Beste für den unbedingt. Ich packe den auch einfach mal hier vorne hin vielleicht. Muss schon irgendwie tanken. Was hat ja eigentlich auch Zeit mit dem Tanken, ne? Wir machen das mal so. Die Level auf jeden Fall mitnehmen bei denen. Die Phönix nicht vergessen. Und die brauchen definitiv Reichweite. Ja, und die ballern dann einfach alles ab, was nicht niedennagelfest ist. Okay. Mehr Schaden bei der Artillerie. Ach, schade, dass er nicht nochmal was investiert hatte. Weiß nicht, warum der Level 3 dafür ausgegeben hat. Aber ich nehme das natürlich. Luftabwehr hat er potenziell. Na, guck mal, Besuch von hinten. Bye bye, war meine Freude. Also es war natürlich Käse, weil der wäre auch an dem Crawler sonst geblieben, ne? Interessant, dass die nach links gepult werden von da ganz rechts unten. Das hätte ich nicht gedacht durch den Crawler. Weil der steht so weit hinten, dass das passiert wohl. Ja, ich muss rechts gleich mal den Panzer hinstellen hier vorne, ne? Das ist nicht so gut. Durch den Satellit gestorben oder wie sind die jetzt tot gegangen? Komisch. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen, aber das sieht aus, als ein Satellit gewesen wäre, so dicht wie die beieinander liegen. Ne? Naja, ich sage ja, der hat jetzt, ne? Also der hat wirklich keine Gedanken verschwendet ans Late Game. Und das wird sich jetzt bitterböse bei ihm rächen. Also, dass ich meinen Giant nicht ausspiele, das tut mir jetzt eigentlich auch eine Seele weh. So, Adlerie hat er ja eigentlich ganz wenige, ne? Die knallen wir alle ab. Die würden dann gut gehackt. Machen wir das. Da gibt es Free XP. Der splittet da. Das ist natürlich nice. Splitten wir da so viel wie möglich. Ein guter Split tut niemandem weh, sage ich ja immer. Okay. Und ansonsten machen wir weiter mit den Dingern. Und versuchen jetzt auch mal hier vorne vielleicht zwei, drei Raketen abzufangen. Ist ja auch die Satelliten, die er ganz gerne setzt, ne? Also da kommt ja mehres zusammen. Ja, die Crawler-Level auf jeden Fall, da hat er nämlich Probleme mit. Das möchte man natürlich forcieren. Wenn jetzt der Giant kommt, habe ich die dicke Artillerie, das lohnt sich glaube ich schon. Umstellen. Ich habe kein Geld für den einen hier, ne? Umstellen. Keine Zeit, keine Zeit. Nein, oh, ich habe die nicht umgestellt. Oh. Keine Zeit für nichts gehabt und ich wollte noch eine Einheit umstellen. Er hat zu viel Kleinvieh und das ist halt Giant-Spieler. Ist natürlich absoluter Fail. Jetzt habe ich die drei halt in der Scheißposition stehen. Na gut. Zumindest Überraschung für den Gegner. Ich kann nur hoffen, dass kein Javelin oder so jetzt kommt, sonst ist halt, ne, alles verloren. Das war natürlich jetzt eine Riesenkatastrophe. So. Was haben wir denn hier? Und? Ist die Rakete gerade daneben gegangen? Okay. War nicht schlecht. Das war der Hacker. Also die Positionierung könnte sicher optimaler sein, zumal die jetzt auch zu sechst wahrscheinlich auf ein dasselbe Target immer schießen. Ne? Also, und ich wollte wieder was umstellen, den Crawler zu begegnen. Ey, was für ein Drama mit der dummen Zeit. Was für ein Drama. Ja, da müssen wir erstmal Gas geben. Also er hat jetzt die ganzen Schilde und ne, da machen wir jetzt hier.
schöne Artillerie dabei. Satelliten werden ja jetzt abgefangen, von da decken wir den gut ein von allen Seiten. Umstellen. Ich kann die Vögel jetzt in Sicherheit bringen, damit die nicht so scheiße stehen. So gut es eben geht. Das ist sogar eine Finisher-Runde. Das war der falsche Knopf. Oh Gott, okay, ich mache für heute Schluss. Das macht keinen Sinn. Den anzuklicken hat natürlich null Sinn gemacht. Das war Missklick. Oh, ist das eine Scheiße hier. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Keine Ahnung. Oh, was für ein super Fail. Ein super, super Fail. Na gut. Okay, dann ist das halt jetzt so. So. Ja, was für eine Scheiße. Die Satelliten habe ich, glaube ich, gut abgefangen. Ja, die Crawler, die sterben jetzt einfach mal in Phoenix. Ist ja auch eine Abwehr gegen Crawler. So, jetzt sind alle Crawler tot und jetzt geht der Fight los. Also die Frage, ob sich die Crawler mit Doppelbeacon gelohnt haben. Also meine Meinung dazu wäre massiv nein. Aber jeder, wie er möchte. Ich glaube, was Monte heute auch im Discord geschrieben hatte, ne? Dass viele diesen Beacon und die Crawler aufstellen und gar nicht drüber nachdenken, ob es Sinn macht. Das war, glaube ich, so ein doppelter Fall davon. Das kostet halt Micro und Geld kostet es auch noch und Recruitment-Slots, ne? Und sein Problem war offensichtlich sowohl die Artillerie als eben auch das hier und die Artillerie hat sie offensichtlich nicht gekontert. Leider geht es in die Verlängerung. Ja, Magnetic Shot. Dann holen wir die ganzen Sachen da schnell weg. Er hat jetzt Luftabwehr da hinten. Das heißt, die müssen wir uns langsam kümmern. Da geht es um Überleben bei denen. Jetzt die Frage, ob wir hier mit Anti-Smog. Was hat er das denn gemacht? Gegen Bodenziele? Okay. Aber einen Segen hat er. Genau, wie machen wir das jetzt hier? Wie die Panzer vielleicht? Ich glaube, ich gebe denen jetzt nochmal einen Rage, den Panzern. Und dann, vielleicht tanken wir das einfach nochmal hier. Je mehr gemacht worden hat, desto nerviger ist das, habe ich mir sagen lassen. Überall nochmal eine extra Welle dazu. Ja, die stehen jetzt hier überall. Ich mache die trotzdem nochmal schnell weg, damit die nicht alle dahin fliegen. Ist aber wahrscheinlich gar nicht notwendig. So, kann man mit denen irgendwas wegreißen? Sieht nicht so aus, ne? Egal. An die Front. Raketenabwehr. Konter 2,5 Geschütze, technisch gesehen. Das heißt, die Raketen kommen durch, wir haben nochmal ein paar abgefangen. Ist halt eine sehr teure Raketenabwehr, muss man sagen. Ne? Also dafür hätte er auch einfach 8 von den Devices aufstellen können. Plus eben Upgrade. Dann hätte er mehr rausbekommen. Rakete! Ich sag's ja immer wieder, ne? Die Counter zur Raketenabwehr sind Raketen. Muss es leider so hart sagen. Also. Aber bei den Göttern habe ich heute viele falsche Klicks gemacht. Jesus. Ja. Riskiere ich noch eine Runde? Ich meine, so wie ich spiele, sollte ich wahrscheinlich deinstallieren. Eine mache ich, glaube ich, noch. Eine mache ich noch. Aber meine Herren, ey. Knopf gesehen, geklickt, war falsch. Zeitprobleme, alles falsch. Die ersten 4 Runden Mist aufgestellt. Ich finde, die Aufwärmspiele dürften nur gegen Topspieler sein, da verliert man nichts. Das wäre, glaube ich, die Lösung. Ist immer noch das einzige Spiel auf Erden, wo das der Fall ist, dass man gegen Topspieler sich warm spielen will. In jedem anderen Spiel geht ja alte viel raus, wenn er ein Topspieler ist. So kenne ich das auf ne, COH und so, wie die immer wieder rausdroppen, die Leute, wenn die sowas sehen. Oder eben meinetwegen, ne, gibt es ja verschiedene Spiele dazu. Ach ja.
Die guten Chinesen, die gehen halt andere Wege, was Ranked angeht. Bloß nicht competitive ist das Motto. Da hat jemand, glaube ich, nicht über das Wort nachgedacht, oder? Also Anschwund hieße ja, dass jemand die Leichen wegräumt, oder wie wär's das? Also das ist ja ein blödsinniger Begriff. So, Nachschub. Ja, konservativ spielen. Hier ist wieder alles heavy. Oder den Nachschub. Da bin ich wenigstens flexibel. Elite. Okay. Heißt ja in aller Regel, dass er sich keine Satelliten leisten kann. Nehmen wir nochmal die Crawler dazu. Die kommen ja. Also, wenn er nicht rushen will, kommen die von außen. Die Mustangs. Deswegen stelle ich mich mal dazu. Jetzt einen in die Mitte stellen wäre fatal, wenn man die dann dahin pullt. Das will man eigentlich nicht. Okay, der hat die innen gestellt. Super ungewöhnlich. Also man stellt die normalerweise nicht innen hin, da wenn dann eine Ablenkung kommt, braucht man eine Ewigkeit, um da hinzufahren, sind die ganze Zeit raus aus dem Spiel, weil die dann kreuz und quer fahren. Ne? Und das ist eine sehr ungewöhnliche Sache. Genau wie der eben, ne? Chaos-Modus wahrscheinlich. Man darf sich ja nicht darauf einstellen, dass die Leute optimal spielen, sonst hat man, spielt man selber suboptimal anscheinend. So, also das ist klassische Elite, glaube ich, mit Arclight und Marksman, ne, wird das werden. Das heißt, wir können schon mal die Raketen auspacken. Oder die Fortress. Aber Raketen sind natürlich am Anfang preiswerter. Und da könnte ich auch erstmal alles Mögliche aufbauen und dann eben links, also nicht alles Mögliche, sondern Fängs, ne, dann hinstellen. Und dann jetzt in Raketen gehen. Aber wenn das gerade im Angebot ist, wobei Fängs gibt es auch, dann machen wir die Fängs. Bisschen Abstand halten, weil ich die vielleicht mit Dings gleich vergeben könnte. So. Ja, der spielt das jetzt ohne Modelltanks? Fragezeichen. Überraschen lassen. Okay. Potenzielle Raketenabwehr. Aber es ist bei denen natürlich teurer, ne, weil die nur gelevelt kommen. Und die sind dadurch nicht besser. Ich glaube persönlich nicht, dass man das ohne Modelltank spielen kann. Das ist unangenehm als Elite-Spieler. Gerade wenn man halt einen Elite-Start macht ohne Modelltanks, also ist glaube ich ein absoluter No-Pick, aber hat er ja jetzt gemacht, ne? Und wie will er das jetzt ohne Modelltank spielen? Das ist ja jeder Schuss ein teurer Treffer bei mir sozusagen. Also ich gucke mir das gerne an, aber. Ach, der hat ja einen Crawler geholt, Level tatsächlich. Hab nur nicht gemerkt, wie sie schnell tot waren. Okay. Ja, dann ist das halt so. Dickere Artillerie auspacken. Da waren Satellitenslots an der Stelle. Deswegen will ich die hier zur Verteidigung hinstellen, um die abzufangen. Und damit der Gegner halt besonders lange beschäftigt ist mit einfach allem. Ne? Ja, machen wir das so. Genau. Ansonsten Daka Daka. Da ist die Raketenabwehr. Aber eben, ne? Elite-Raketenabwehr, die genauso gut ist, wie die eben wäre, wenn der halt Level 1 wäre. Ich stelle jetzt die Frage, wie ich das mit der Artillerie handhaben möchte. Ob ich jetzt all in Artillerie gehe. Ich überlege halt eher, dass ich jetzt einfach einen Fortress dazu stelle. Ich habe bei der Artillerie noch keine großen Investments.
Der Vorteil der Sabertooth bei der Raketenabwehr ist halt, dass er nicht wie die Dings stehen bleibt, ne? Wie die, ihr wisst schon, die Mustangs. Aber wenn er von dem welche aufstellt, ist halt angreifbar in der Single-Target-Kategorie. Also er hat jetzt dreimal Single-Target. Ich kann halt jetzt All-in-Artillery versuchen weiter. Oder halt Fortress. Ich glaube, ich mache All-in-Artillery, damit er mehr von den Dingern holt. Und dann hole ich die Fortress, damit sie die wegpusten. Das wäre eine potenzielle Combo. Könnte jetzt einfach die Marksman spammen vielleicht. Small hat er ja kaum was, ne? Das machen die ja schon alle, die hier stehen. Gleich nehmen wir noch ein Schild aus, ganz besonders unangenehm für ihn. Ja, also machen wir das mit der Artillerie. Ich gebe denen, glaube ich, eine Runde von denen unnötig, nochmal eine Reihe aufzustellen. Dann entscheide ich das nächste Runde und baue jetzt einfach nochmal was anderes dazu auf. Also die Marksmen machen ja ihren Job gegen alles. Ist dann mit dem Fortress ein bisschen doppelt gemoppelt eventuell. Wir machen es jetzt trotzdem. Und nächste Runde entscheide ich ja nochmal flexibel, was ich ausgeben möchte. So, Reichweite ist leider nichts mehr über. Eine Runde hier. Genau, er hat sich jetzt für Raketenabwehr entschieden. Das bedeutet, dass ich einfach mit der Artillerie, die ich jetzt verkaufe, jede Runde. Die wird zu spät funktionieren und ich kann das Item auf dem Sniper besser gebrauchen, ne? Zumal er eh keine Modelltanks hat in ausreichender Menge. Da müsste nochmal ein Anti-Small hin. Bam, da knallt's. Könnte echt den Marksman-Spam hier durchziehen. Sabertooth muss ich noch Versuche machen. Also, wie gut sind die jetzt zum Beispiel gegen Fortress? Ne? Da bin ich mir gar nicht so sicher, zumal die alle auf Level 2 kommen. Vielleicht mache ich einfach Modelltanks und dann snipen wir das. Strike, okay. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, wie das da reinpasst, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja, mehr Umf bei allen Einheiten. Ist ja alles tanky, alles Single Target. Genau, verkaufen. Nehmen wir einfach das hier. Ja, dann machen wir erst nochmal Kleinvieh, ne? Also ich brauche auf jeden Fall mal einen Anti-Small in der Mitte irgendwie. Ich glaube fast, dass der Panzer das auch in der Mitte ganz ordentlich machen könnte. Mal nervigen Crawler, der dazu läuft. Genau, ansonsten machen wir die gerne noch mal ein bisschen dicker. Und dann Marksman zum One-Shotten der Gegner. Also 16.000. Ja, der hat schon 30.000, also wir schießen uns dabei jetzt langsam durch. Also wahrscheinlich könnte ich das auch hacken ganz gut. Nachher kommen die Schilde bei den Tanks, ne? Sonst war auch mal Ruhe. Dann brauche ich ewig lang, um die zu töten. Mache ich wahrscheinlich nächste Runde. Im Moment überlege ich, ob ich Rage für die Panzer ausgebe, damit ich das Kleinvieh ein bisschen besser räume. Ist ja eine Menge Kleinvieh über, ne, noch. Und ich habe keine Arclights oder so. Also Anti-Small ist bei mir tatsächlich gerade viel zu schwach ausgeprägt. Deswegen dauert das zu lang. Und ich bin da immer noch hier vorne die Fangs am Snipen. Das ist natürlich super Blödsinn gewesen. Ja, gar keine Frage. Ich habe komplett auf Anti-Small verzichtet und das geht natürlich nicht. Flammenwerfer. Puh. Jetzt falsch raten heißt das Spiel verlieren. So simpel ist das. Ja. Das ist natürlich scheiße. Okay, dann machen wir die jetzt dazu. Ich hoffe, die haben nicht schon zu wenig Level. Ich könnte es mir halt fast vorstellen. Dass sie einfach viel zu wenig Level haben, um zu funktionieren. Ja, ich bräuchte eigentlich da nochmal einen Rage.
Na gut, dann nehmen wir jetzt die dicke Kante aus. Ist jetzt gefährlich, weil natürlich bei dem auch ein Giant kommt, ne? Dass der Melting Pointer so ist, kann das sehr wehtun. Und ich habe mit denen zwar Schaden, aber sehr wenig, die stehen sehr weit hinten. Also es macht mir ein bisschen Sorgen, das Ganze. Und ich habe halt noch kein Level. Also ich glaube, ich habe mich da ein bisschen in die Brennnesseln gesetzt. Ah, sehr schön. Genau, da sterben die schon, die ersten. Ich müsste halt diese Dinger da vorne schneller kaputt machen, ne? Weil die machen halt Tanks besonders gut kaputt und sehr schnell. Also die sind ein Riesenproblem. Da sind eigentlich die Panzer für zuständig, mit Rage hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß noch nicht, ob ich die gut genug dafür platziert habe, ehrlich gesagt. Ja, ich höre nach der Runde auf für heute. Ich mache nur Mist. Das hätte eigentlich eine easy Runde werden sollen. Ja, mehr Tankiness. Machen wir den Mix, das glaube ich immer gut. Okay. Ja, die brauchen jetzt irgendein Upgrade. Da die alle super viel Schaden machen, gehe ich lieber auf Angriff, glaube ich. Ich glaube fast sogar, dass das hier mit der Reichweite funktioniert bei den Jungs. Da ballern wir uns jetzt freudig mal durch. Ja, und dann nochmal ein Panzer für die Mitte. Also diese Dinger da, die kriegen wir halt gut kaputt mit Panzern, auch wenn ich noch keinen Rage ausgegeben habe. Da ist, glaube ich, schon was zu holen. Und dann geben wir allen nochmal hier Reichweite. Feuer? Ah, Rakete. Bam, da platzen die Dinger. Siehst du leider auf den. Ich hätte gedacht, dass der näher war. Für mich betrogen. Ja, ich habe Range auf meinen Freunden. Er hat Kanonenfutter auf seinen Freunden. Badger haben keine Feuerraketen, ne? Wenn die in die Front packe, kriegen die den Gegner noch flambiert, bevor sie sterben? Ich glaube nicht. Nur den als Feuersupport dazu. Ist aber, glaube ich, nicht meine erste Wahl. Okay, also die Feuerraketen gerade mal kurz ein bisschen eindämmen. Auch gerne die Anzahl der Raketen, die da kommen später. So, und ansonsten Kredit auf jeden Fall, Reichweite. Nochmal so einen dicken Brocken dabei. Dann leveln wir noch ein bisschen dabei. Satellit bringt ja nichts. Das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Flammenwerfer vom Gegner. Ja, ich hätte dem Panzer einen Rage geben müssen, das habe ich vergessen, weil die holen halt die Fangs ganz gut weg.
Das wäre schon nice gewesen, da einen Raid auf den Panzern zu haben. Sind ja genug da auf der ganzen Linie, ne? Die haben das Kleinvieh jetzt geräumt, dass der Rest arbeiten kann. Also den Raid hätte ich schon vergeben müssen. Ja, zu viele Fehler hier. Jetzt verliere ich natürlich 4 Devices, ne? Also falls ich die Runde nicht beende, und das sieht nicht so aus. Ich glaube, der Rage hätte, wobei, geht vielleicht sogar noch. Ich habe ja die super Reichweite auf den Dingern. Ah, es wird doch noch klappen, okay. Aber wie gesagt, der Rage auf den Panzern hätte das massiv einfacher gemacht, das Spiel. Unendlich viel einfacher. Ich habe ja nur mit tollen Einheiten gegen Kleinvieh geschossen. Das war natürlich Schmarrn. Alle Schmarrn heute. Ich höre auf für heute. Ist kein guter Tag zum Zocken. Ich bin weg. Ciao, ciao.